Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part sind wir im Unterbewusstsein von Cloud gelandet und erfahren jetzt gerade ein bisschen was über seine Vergangenheit, beziehungsweise wollen mal richtigstellen, was denn passiert ist und was nicht. Ja, und gerade eben erfahren wir einiges über die verstorbene Mutter von Tifa. Ob da wohl was hinter dem Berg ist? Berg Nibel ist unheimlich. Viele Leute sind dort umgekommen. Niemand kommt lebendig über den Berg. Was ist mit denen, die gestorben sind? Ist Mama durch die Berge gegangen? Ich gehe. Ekelhafter Pisser lässt deine Freunde in so einer Situation im Stich. Ein Mistkerl. Ohne Scheiß. In so einer Situation lässt man seine Freunde doch nicht im Stich. Grundsätzlich lässt man seine Freunde nicht im Stich. Oh, kommt schon, was seid denn ihr für Freunde? Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich gegangen bin. Tifa rutschte aus. Ich rannte zu ihr hin, aber ich kam nicht rechtzeitig an. Wir fielen beide von der Klippe. Damals habe ich mir nur die Knie aufgeschürft, aber... Cloud, warum hast du Tifa an einen Ort wie diesen gebracht? Was zum Teufel ist denn los mit dir? Was, wenn sie stirbt? Tifa lag 7 Tage lang im Koma. Wir dachten alle, sie würde es nicht schaffen. Wenn ich sie nur hätte retten können. Ich war so wütend. Wütend auf mich selbst, wegen meiner Schwäche. Seitdem meine ich, dass Tifa mir die Schuld gab. Ich verlor die Kontrolle. Fing an zu kämpfen. Egal mit wem. Damals hörte ich zum ersten Mal von Sephiroth. Wenn ich so stark werde wie Sephiroth, dann würden alle... Wenn ich nur stärker werden könnte, dann würde selbst Tifa mich wahrnehmen. Das war's also. Tut mir leid, Cloud. Wenn ich mich nur besser daran erinnern hätte können, was passiert ist, dann hätte ich früher etwas unternehmen können. Nein, nein, es ist nicht deine Schuld, Tifa. Aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir 8 waren. Das ist es. Jetzt weiß ich Bescheid. Du wurdest nicht vor 5 Jahren geschaffen. Meine Kindheitserinnerungen sind nicht alles Täuschungen. Halte durch, Cloud. Nur noch ein bisschen. Wir sind ganz nah dran, dein wahres Ich zu finden. Lass uns nochmal zurückgehen nach Nibelheim.
Ja, ich glaube, ich weiß, wie es war. Dort liegt die Wahrheit verborgen. Wir sind der Antwort ganz nah. Ich finde es übrigens schade, dass man jetzt nicht mehr über Tifas Mutter erfahren hat. Das wäre jetzt cool gewesen. Finde ich sehr, sehr schade, dass man erst so ein Fass aufreißt, im Sinne von, dass ihre Mutter gestorben ist und dann gar nichts drüber kommt. Das ist sehr, sehr schade. Cloud, warte. Wohin? Wo gehst du hin? Der Reaktor. Zum Reaktor. Zum Makroreaktor von vor 5 Jahren. Hey, da ist Cloud. Zack. Du kannst dich erinnern. Richtig, Zack kam mit Sephiroth nach Niflheim. Wo warst du denn, Cloud? Cloud, hast du alles gesehen? Ich habe alles gesehen. Wer bist du? Mama, Tifa, meine Stadt. Gib sie mir wieder. Ich hatte so viel Respekt vor dir. Ich hab dich bewundert. Cloud? Es geschah so. Du warst da. Du hast mir zugesehen. Ja, ich weiß. Hä? Du warst es also. Hey, Cloud, wenn dir schlecht ist, warum nimmst du nicht? Ja? Ja, das bin ich. Ich habe es nie geschafft, Mitglied von Soldat zu werden. Ich habe sogar meine Heimatstadt verlassen und jedem erzählt, ich würde Mitglied werden. Ich schämte mich so, ich wollte keinen sehen. Wie fühlst du dich? Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr?
Ich. Du kamst. Du hast dein Versprechen gehalten. Du bist also wirklich gekommen, als ich in der Klemme steckte. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich bin nicht schnell genug gekommen. Es ist okay, Cloud. Typisch. Cloud, töte Sephiroth! Sephiroth! Geh nicht zu weit. Es kann nicht sein. Cloud. Dann ist das jetzt der Abschied, Tiefer. Bis wir uns wieder einmal treffen. Hä? Cloud? Cloud? Tiefer? Ah, Cloud, du bist es wirklich, oder? Ja, Tiefer. Nun treffen wir uns endlich wieder. Du Dummkopf, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Cloud, ist alles in Ordnung? Stimme, ihre... Ich verstehe, wir befinden uns im Lebensstrom, nicht wahr? Alle warten, lass uns zurückgehen, Cloud, zurück zu den anderen.
Ja, ich glaub schon. Komm, Tiefer, lass uns zurückgehen. Hey, alles in Ordnung! Tiefer! Barrett, du bist zurückgekommen. Ich... Cloud, wo ist er? Mach dir um ihn keine Sorgen, der ist hart im Nehmen. Barrett, ich... Als ich mich im Lehmstrom befand, sah ich den wahren Cloud. Ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Cloud hat sich selbst gefunden. Ah, ich verstehe. Ich hätte an euch glauben sollen. Aber gegen dich kann ich nicht gewinnen. Bist du eine ganz schön starke Lady. Die Menschen verbergen so viele Dinge in ihrem Inneren. Und sie können so viele Dinge vergessen. Seltsam, nicht wahr? Hey, Tiefer, los, raus da! Tiefer? Leute... Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nichts, Cloud. Die ganze Zeit hast du dich nur entschuldigt. Ich war nie bei Soldat. Ich habe das alles nur erfunden, was mir vor 5 Jahren passiert ist und dass ich bei Soldat war. Ich habe mein Dorf auf der Suche nach Ruhm verlassen, wurde aber nie ein Soldat aufgenommen. Ich habe mich so geschämt. So schwach zu sein, und dann hörte ich die Geschichte von meinem Freund Zack. Ich fand ein Trugbild von mir, das aus dem bestand, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich spielte die Charade weiter, als ob sie wahr sei. Trugbild, hä? Verdammt stark für ein Trugbild, würde ich sagen. Ach, der... deswegen kam mir das früher so unbekannt vor. Das letzte Mal, wo wir in Nibelheim waren und wo Sephiroth gesagt hat, ja, dass Cloud damals Erinnerungen eingepflanzt wurden von Tifa. Deswegen kam mir das so unbekannt vor, dass das gar nicht so gewesen war oder so. Sephiroth hat einfach nur Mindfuck betrieben, dieses Arschloch. Und Cloud hat im Endeffekt ein reines Trugbild vor 5 Jahren erschaffen, weil er sich so geschämt hat, dass er nicht in Soldat aufgenommen wurde. Und hat dann irgendwann dieses Trugbild selbst für wahr gehalten. Ich habe den Körperbau von einem, der bei Soldat ist. Hojos Plan, Sephiroth zu klonen, war nicht so schwierig. Es war das gleiche Verfahren, das sie verwenden, um Mitglieder von Soldat anzufertigen. Versteht ihr? Mitglieder von Soldat werden nicht einfach nur Mako-Energie ausgesetzt. Ihren Körper werden tatsächlich Genova-Zellen injiziert. Wie auch immer, nur die Starken werden bei Soldat aufgenommen. Es hat mit Genova-Vereinigung nichts zu tun. Aber schwache Leute wie ich... gehen in der ganzen Sache unter. Ich bin eine Kombination aus Genova-Zellen, Sephiroths starkem Willen und meiner eigenen Schwäche. Alle wussten das. Ich bin Cloud. Der Herr meiner eigenen illusionären Welt. Aber ich kann nicht mehr länger in einer Illusion gefangen leben. Ich werde mein Leben ohne Vorwand leben. Du bist echt verkorkst, Cloud. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zu vorher. Übrigens, Cloud, was wirst du jetzt machen?
Sag nicht, dass du das Schiff verlassen wirst. Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns fällt. Deshalb muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dieses Ding zu bekämpfen. Gut, dann wirst du also weiterkämpfen, um den Planeten zu retten. Es ist so, wie du immer gesagt hast, Barrett. Oh, du meinst das ernst? Was? Ich verstehe nichts. Du kannst aus dem Zug nicht aussteigen! Okay, wir haben Cloud wieder! Yes! Oh mein Gott, ist das schön! Oh, ist das schön! Wir haben Cloud wieder. Oh, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Das Drachenarmband, da brauchen wir gar nicht schauen. Ich habe da nichts Besseres. Ich habe nichts Besseres. Der Kriegerreif ist so stark. Er hat so extrem viel Verteidigung. Hat aber keine Verstärkung von Materie. Und somit ist er für den jetzigen Zeitpunkt scheiße. Aber vielleicht brauchen wir ihn ja später mal. Oh, Cloud! Cloud, deine Geschichte hat mich tief bewegt. Ich bin eigentlich auch schwach, daher kann ich deine Gefühle verstehen. Deine Gefühle nicht, aber deine Gefühle schon. Niemand weiß, wann der Kampf beginnen wird, aber wir sollten uns bereithalten. Okay, wir bilden unser Team wieder. Aber ich will tiefer neben Cloud haben. So eine Milchschnitte, weißt? Aber dann müsste ich ja Barrett dabei haben, weil ich brauche was. Lassen wir das Thema. Hör mal, Cloud. Wir sind auf der Suche nach der großen Substanz, ja? Ich weiß, das kommt überraschend, aber das ist ein Unterwasserreaktor in Junon. Soweit ich sehe, ist nur dieser übrig. Das ist es, legen wir los! Okay. Haben die anderen das automatische Zeug abgelegt? Nein, haben sie natürlich nicht. Die tragen alles noch. Gut, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle wieder. Ich werde meine Ausrüstung bis dorthin wieder umlagern, sozusagen, dass mein ganzes Zeug, das Yuffie gerade trägt, beziehungsweise Schnurri, dass das wieder schön aufgeteilt wird. Und ich werde mir da mal was überlegen, wie ich das jetzt genau aufteilen werde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal genau hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Final Fantasy 7 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und ich muss weiterspielen, fällt mir gerade ein, weil ich brauche einen Speicherpunkt. Fuck! Und kann ich einfach aussteigen? Ich weiß es nicht. Kann ich aussteigen, ohne dass das Spiel was sagt? Ich kann aussteigen, ohne dass das Spiel was sagt. Das ist schön. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.